Servus, grüß euch. Ich bin der Eberhard Egner. Ich bin bei Tradler Baumaschinen für die digitalen Lösungen am Bau zuständig. Ich freue mich, ich darf euch heute den Maschinenempfänger von Leica, den LMR 360, vorstellen. Was ist jetzt so ein Maschinenempfänger? Mit einem Maschinenempfänger kann man mittels eines Lasers seine Höhen direkt von der Maschine aus kontrollieren. Man braucht also keinen zusätzlichen Mann, der dann nur mit der Nivellierlatte nebenbei steht und diesen Job übernimmt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es ist personalschonend, weil man eben nur einen Maschinisten benötigt und keinen zweiten. Und dadurch hat man auch eine erhebliche Kostenersparnis. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Zunächst einmal, dieser Leica-Maschinenempfänger wird einfach auf dem Baggerstiel oder auf dem jeweiligen anderen Gegenstand, mit dem kontrolliert wird, montiert. Dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder mit Klammern oder, wie bei uns, mit Magneten. Wie funktioniert jetzt diese Montage? Man nimmt einfach den Leica-Maschinenempfänger und montiert ihn einmal am Löffelstiel des Baggers. Danach schaltet man ihn ein und richtet den Löffelstiel vertikal aus. Als Unterstützung hat der Leica-Maschinenempfänger dafür extra einen Sensor für die Vertikale. Leuchtet er grün, ist der Löffelstiel vertikal, leuchtet er rot, ist es nicht. Anschließend dreht man die Schaufel komplett aus, damit man immer den gleichen Abstand vom Laserempfänger zum Boden hat. Danach misst man den Abstand von der Mitte vom Laserempfänger zum Boden, wie in unserem Fall 1,50 Meter. Jetzt stellt man den Laser auf. Und positioniert ihn auf der Höhe abzüglich der auszugrabenden Tiefe. In unserem Fall 20 cm, also wird der Laser auf einer Höhe von 1,30 m eingestellt. Damit ist die gesamte Montage und Einrichtung bereits erledigt und es kann mit dem Abziehen der Fläche begonnen werden. Wenn man dann die ungefähre Tiefe erreicht hat, dreht man die Schaufel komplett aus, bringt den Löffelstiel in die Vertikale und setzt am Boden an. Danach zeigt einem der Leica Laserempfänger, ob man bereits auf der richtigen Höhe ist, ob man schon zu tief oder noch zu hoch ist. Ist man mit der Arbeit fertig, wird der Maschinenempfänger einfach ausgeschalten und vom Löffelstiel entfernt. Besonderheiten beim Leica LMR 360 sind zum einen die Einstellungen in grob und fein und zum anderen der Laserempfang 360 Grad. Es ist also nicht so wichtig, wie der Bagger zum Laser steht, weil der Laserempfänger eben eine Empfangsbreite von 360 Grad hat. Das war unser Video zum Leica Maschinenempfänger LMR 360. Wenn Sie es interessiert hat an diesem Leica Maschinenempfänger LMR 360, ruft uns einfach an, schreibt uns eine Mail oder redet direkt unsere Außendienstmitarbeiter vor Ort ab. Wir beraten euch gerne und führen es natürlich auch gerne vor Ort vor. Bis zum nächsten Mal, euer Eberhard.